Ja, guten Morgen, meine lieben Angelfreunde. Wie ihr seht, die Sonne ist erst gerade am Aufgehen. Ich bin hier an einem mega coolen Kanal, denn ich habe heute mal vor, auf Hecht zu angeln. Und zwar nicht nur auf Hecht, sondern auf Barsch und Zander. Also ist Raubfischtrippel zu schaffen. Und ihr habt euch sicherlich schon gefragt, was es mit der Kiste auf sich hat, die da runtergeburzelt ist. Und warum ich den Pullover auf die Kiste geworfen habe. Kommen wir erstmal zum Interessanten für euch. Ja, in dieser Sendung gibt es mal endlich wieder was zu gewinnen. Nehme ich hier so einen stylischen Das ist Angeln-Hoodie. Warum oder wie ihr den gewinnen könnt, ja, da müsst ihr aufpassen in der ganzen Folge. Und am Ende gibt es dann, oder so ziemlich am Ende, nicht direkt am Ende, gibt es die Frage. Also schön zuhören und aufpassen. Dann könnt ihr vielleicht hier so einen mega stylischen Das ist Angeln-Pullover gewinnen. Vielleicht ziehe ich ihn nachher nochmal, um es euch zu zeigen. Aber ihr seht, ja, nachdem das Jahr eigentlich ziemlich mies war, der Sommer, haben wir jetzt hier Ende oder Mitte, Ende September nochmal richtig Sommer bekommen. Ihr vielleicht seht das auch. Also die Mücken sind jetzt auch mittlerweile wach. Hier ist kein Wind. Durch die letzten warmen Tage sind die richtig aktiv geworden. Ich tue schon die ganze Zeit hier hin und her. Aber wir wollen ja nicht über Mücken reden, sondern über dieses Päckchen. Denn ich habe heute mal vor, und darum ist das Päckchen, euch zu zeigen, ja, was man alles fürs Raubfischangeln braucht. Wir fangen wirklich beim Urschleim an. Und ja, die Kiste ist beispielhaft. Mehr wie in der Kiste ist, braucht man eigentlich nicht. Vielleicht ein bisschen mehr Kleinzeug, aber das ist jetzt nicht da drin. Die Kiste habe ich bekommen von der Firma Spro. Das soll aber keine Werbung sein. Also ihr müsst jetzt nicht losfahren und das ganze Zeug dort kaufen. Könnt ihr machen. In der Videobeschreibung unten, ja, ist der Katalog von Spro und Kamakatsu drin. Da gibt es das Zeug zu kaufen. Das soll aber keine Werbung sein. Ihr müsst jetzt nicht direkt losfahren und kaufen. Ich will euch einfach mal zeigen, was man alles braucht. Also heute gibt es richtig erstmal Theorie und dann gibt es richtig fette Fische. So, in diesem Sinne, ich würde sagen, ihr zieht euch mal das Intro rein und ich öffne langsam mal die Kiste. Ja, Leute, das ist das gute Stück. Ich habe es mal angezogen. Ihr gewinnt natürlich nicht den, sondern einen eurer Größe. Das kommunizieren wir aber dann, wenn ihr der Gewinner seid. Und ja, jetzt machen wir mal diese mega coole Kiste auf und dann können wir mal sehen, was da alles so Schönes drin ist. So, Leute, da würde ich sagen, fangen wir mal an, machen wir die ganze Sache mal auf. Und dann seht ihr schon, so viel ist da gar nicht drin. Großer Karton, aber halt, wie gesagt, alles Wichtige, was man zum Angeln auf Raubfisch braucht in dem Fall. Ja, dann holen wir erstmal das grobe Zeug raus. Hier haben wir einen Rucksack, zumindest macht es den Anschein, als ob es ein Rucksack ist. Ist aber natürlich, Müll stecken wir gleich wieder rein, ein Angelkoffer bzw. ein Angelkoffer-Rucksack, so dass man schön mobil ist. Hier unten kann man aufmachen, hier sind so mehrere Fächer drin. Die werden wir uns jetzt gleich mal rausholen. Zack, 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 denn die werden wir gleich brauchen. Die befüllen wir nämlich und da packen wir unser ganzes Kleinzeug drin, was wir gleich alles rausholen. Ja, der Rucksack hat mehrere Taschen. Hier könnt ihr vielleicht so ein bisschen Messer und Zange reinpacken. Und hier oben, für mich natürlich gut, ich muss ja immer noch das Kamerazeug mitschleppen. Hier habe ich ein Fach. Hier kann ich auch meine Kamera und eine kleine Drohne reinpacken. Seitenfächer dran für die Angelpapiere. Und hier drüben auch nochmal für das Portemonnaie, Handy, sonstiges. Also schön transportabel. Ja, gucken wir mal weiter, was wir noch so haben. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Lösezange. Packen wir da mal mit hin. Dann Wirbel, die gehören hier eigentlich mit in das Kleinzeug. Fluorocarbon, hier haben wir zwei Freilaufrollen, in dem Fall 6500er. Einmal frei, einmal aufmachen. Oh, die sind schön eingepackt hier auf ihren Transport, super geil. Ah, gucken wir uns gleich im Detail an. Hier haben wir die zweite. Ach Leute, tipptopp. Ja, und dann haben wir hier ein Posenset. Das können wir dann gleich mit da oben reinpacken. Und
wirklich, 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 ja, ihr seht, viel großes Zeug ist gar nicht dabei. Das meiste ist wirklich eine ganze Menge Kleinzeug und natürlich eine Routentasche, abgestimmt auf die Routen. Und ja, hier ist das ganze Kleinzeug. Können wir mal schön auskippen. Ja, und zu guter Letzt Kescher. Zack. Und natürlich das Herzstück war natürlich jetzt nicht im Paket, hat nicht mit reingepackt. Zwei Routen, und zwar Deadbait Stalker Routen. Ja, und was es mit den Routen auf sich hat, ihr seht schon, 3 Meter, 100 Gramm. Und was es mit den Routen auf sich hat, warum das Stalker Routen sind, ich zeige es euch schon mal hier hinten, das erkläre ich euch natürlich im Film und während des Aufbaus jetzt. So Leute, und wenn der ganze Kram ausgepackt ist, dann seht ihr, ist das gar nicht mehr so viel. Erstmal ein riesen Karton und dann haben wir hier tatsächlich gerade mal 3 befüllte Dinger, aber mehr braucht es eigentlich nicht zum Raubfischangeln. Vielleicht noch ein paar andere Posen. Ich habe in dem Fall hier mal wirklich große Posen fürs richtige Großhechtangeln, nämlich in 25 Gramm ohne Segel und zum schönen Treiben 25 Gramm mit Segel. Ja, dann habe ich hier verschiedene Bleie. Einmal 20, 15 und 10 Gramm, damit ich das auch immer ein bisschen abstimmen kann. Ja, wie schwer ist jetzt mein Köderfischchen? Das finde ich richtig geil an den Bleien. Also die haben hier hinten so eine Einkerbung und hier hat man quasi seine Murmel, die man mit auf die Schnur zieht. Das ist alles gleich mit drin in dem Set. Ich versuche es mal zu zeigen, so dass das dann so eine richtig schöne Form gibt. Also die Murmel kleidet richtig ins Blei. Wirklich super Sache. Dann habe ich hier 2 Tiroler Hölzchen und was hier noch daneben liegt, sehe ich gerade in Grammstärke 60 Gramm, falls man mal auf Grund angeln will am Fluss. Und dann habe ich hier noch 2 ganz einfache 70 Gramm Grundbleie. Und dann schwenken wir schon rüber. Hier haben wir Wirbel, in dem Fall alles eine Sorte, habe ich gleich ein paar mehr reingepackt. Das ist Verschleißmaterial, sage ich mal, das geht immer gut weg. In dem Fall 18 Kilo Tragkraft, hier so eine ganz normalen Wirbel. Ich denke, mit 18 Kilo beim Raubfischangeln sollte man safe sein. Also selbst Wälze habe ich mit solchen Wirbeln schon rausbekommen von knapp 1,30 Meter, 1,40 Meter. Ja, hier seht ihr schon mal Haken. Habe ich jetzt erstmal hier eine Größe 4 dazu. Ist so der gängige Haken. Also kann man auch, also Drillinge, da sieht man jetzt nicht ganz, die sind eingepackt. Könnte man auch ja noch eine Nummer kleiner oder größer dazu packen. Ihr seht, hier ist genug Platz. Und dann habe ich hier fürs Zanderangeln oder beziehungsweise ja fürs Zanderangeln oder Hechtangeln was Neues, so Drillinge, wo der kleine Drilling oder beziehungsweise einer der Haken so ganz winzig ist. Damit will ich, oder beziehungsweise ja, wie ich das anködere, werde ich euch im Laufe des Films noch zeigen. Ich wollte es jetzt fast erklären, aber das würde jetzt zu kompliziert werden. Ja, und dann schwenken wir mal rüber. Dann habe ich hier noch ein bisschen ganz normales Blei, wie gesagt, ein kleines Sortiment an Haken. Dann hier einmal 7x7, also Stahlvorfach, richtig schön fein. Und dann Fluorocarbon in der Stärke 55 und Fluorocarbon in der Stärke 35. Quasi fürs Zanderangeln, fürs, ja, ich weiß nicht, was ich fange angeln, also ich will auf Zander, aber die sind doch Hechte, da dann wirklich richtig schönes, dickes Material nehmen. Und hier 7x7 fürs richtige Hechtangeln, auch 18 Kilo Tragkraft, also damit kriegt ihr Hechte von 1,50 Meter raus. Ja, das Ganze packe ich jetzt zusammen. Ihr seht, hier ist schön Platz. Nehmen wir vorher mal die Schilder raus. Zack, Klappen zu. Hier rein. Ach, wisst ihr was, das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Ich denke mal, jeder hat schon mal gesehen, wie man hier so ein Ding reinsteckt. Ich baue jetzt mal alles zusammen und zeige es euch nochmal im Kompletten.
So Leute, damit ihr auch mal seht, wie leicht ich nachher unterwegs bin. Kescher, Ruten, eine habe ich schon aufgebaut direkt, denn ich will ja angeln, habe ich schon Schnur drauf. Und meine Rutenständer mit Bissanzeiger. Ja, viel mehr brauchst du nicht. Boah, die Mücken hier, Leute, ich sag's euch. Viel mehr brauchst du nicht, damit man richtig schön auf Raubfisch angeln kann. Denn da will ich aktiv sein. Da will ich mich nicht einfach hier hinsetzen und warten, dass vielleicht ein Fisch kommt. Sondern wenn ich hier eine Stelle, sagen wir mal, eine halbe Stunde beangle, dann direkt weiter. Vielleicht auch mal ins Auto, anderes Gewässer. Ja, werden wir alles sehen im Film. Ich habe auf jeden Fall auch noch mal vor, an Fluss zu fahren und an ein stehendes Gewässer. Hier haben wir so ein Zwischending, so ein langsam fließenden Kanal und ja, hier ist richtig Fisch drin. Auch Hechte, schöne große Hechte, Zander weiß ich nicht, habe ich noch nicht gefangen und Barsch. Deswegen werden wir auf jeden Fall noch mal einen Fluss fahren, um dort einen Zander zu fangen. Hier werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal mit Pose angeln. Ich zeige euch aber in dem Film auch noch eine Grundmontage für diese Ruten und auf die Ruten gehen wir gleich drauf ein. Jetzt bauen wir erstmal eine auf, denn ja, ich hatte vorhin schon gesagt, ein kleines Hakensortiment. Wozu brauche ich zum Raubfischangeln ein kleines Hakensortiment? Richtig, wer Raubfischangeln mit Köderfisch will, braucht natürlich Köderfische. Ja, und die muss ich natürlich fangen und da benutze ich auch diese Ruten und die Montage seht ihr jetzt. Ja Leute, beim Raubfischangeln eigentlich richtig cool, dass man aus so einem Päckchen Maden für 1,20 Euro riesige Hechte, Zander, Barsche machen kann. Also ja. Das ist wirklich, da kriegt man noch was fürs Geld, würde ich behaupten. Ja, wie ihr seht, eine Rute habe ich natürlich schon fertig gemacht. Wollte ich jetzt nicht filmen, denn ich muss Köderfische stippen und dann will ich auch direkt in das Hecht rausbringen. Denn, ja, ich hatte es ja gesagt, wir machen heute noch richtig graue Theoriestunde. Also das jetzt ganz schnell erklärt und das andere dann richtig, richtig von der Pike auf mit Schnur aufspulen, Schnur verbinden, Rolle anstecken. Alles, dann beschreibe ich euch die Ruten noch gleich nochmal, denn die haben eine Besonderheit. Ihr seht, die sind wirklich vom Packmaß, was werden die haben? 1,30 Meter, 1,40 Meter, huch, müsste ich mal gucken. Ja, und ihr seht, guckt mal, kein Rutenband, nichts dran, denn diese Ruten, wie gesagt, das sind richtige Stalker-Ruten, also richtig fürs aktive Raubfischangeln. Jetzt haben die eine Länge von 2,20 für, ja, wenn man zum Beispiel da drüben unter den Bäumen angelt oder so, wo man nicht weit viel Schnur machen kann und huch, so natürlich nicht, sondern bloß vorne ausziehen. Zack. Und jetzt haben sie eine schöne Länge von 3 Metern, optimal zum Raubfisch angeln. Aber erkläre ich euch gleich alles noch, denn jetzt, ich schiebe es mal wieder zusammen, dann montiert es sich leichter. Montieren wir erstmal eine Montage, denn wir brauchen Köfis oder beziehungsweise ich habe hier auch schon vorgearbeitet. Denn wir brauchen Köfis und da kann ich natürlich, oh, weg hier. Oh Leute, ich sag's euch, heute Abend sehe ich aus wie ein Streuselkuchen. Das ist wirklich alles von der Mücken. Die müssen völligst ausgehungert sein. Jetzt laben sie sich an mich. Ja, ja. Wo war ich stehen geblieben, bevor mich die Mücken gepiesackt haben, was sie übrigens immer noch machen. Ja, ich werde natürlich eine ganz normale Posenmontage angeln, einen Fadenstopper, dann einen Durchlaufwirbel, eine Gummiperle und nochmal eine Gummiperle, die einen Wirbel schützt. Wirbel. Mit der Montage angle ich eigentlich auch auf Zander und Barsch, auch auf Hecht. Aber für die richtig großen Köderfische, die ich heute auch anbieten will, braucht man natürlich große Posen. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Ja, die Montage ist eigentlich, irgendwie muss ich mal die Hut hier runterlegen, sonst erklärt sich schlecht. Bügel auf, Schnure her. Ja, die Montage, ihr seht, ist eigentlich völlig simpel. Da ist nichts dazu. Da hängen wir uns jetzt einfach in dem Fall eine 3-Gramm-Pose ein. Oh, Leute, ein bisschen zuckert das in die Mücken. Hängen wir uns jetzt ganz einfach eine schöne 3-Gramm-Pose ein. Oh, puh. Ich werde gleich mal zum Auto Mückenspray holen. Hätte ich nicht gedacht, dass man das auch am frühen Morgen mal braucht. Ja, eine 3-Gramm-Pose ein. Dann habe ich hier in 12er kleinen Haken. Hänge ich natürlich auch direkt in den Wirbel ein. Muss mich mal ein bisschen bewegen, Leute. Nehmt es mir nicht übel, sonst fressen mich die Mücken einfach auf. So, zum Haken aufmachen, macht er ganz einfach über den Finger. Zack. Und ja, da seht ihr, da verdrallt sich nichts. Dann hängen wir das einfach in den Karabiner ein.
unangenehm hier, Freunde. Und dann, boah, Leute, das ist schlimmer wie in Tropen hier. Hoffentlich kriege ich nicht Malaria. Und dann bleiben wir die ganze Geschichte einfach aus. Das mache ich jetzt alleine. Das braucht ihr nicht sehen. Also einfach hier Blei drauf und dann im Wasser gucken, wenn die Pose richtig steht. Vorne eine Made dran und dann geht es los auf Köderfischchen. Jetzt muss ich aber erstmal weg, denn ich glaube, ich stehe im Mückenschwarm. So Leute, gleiches Gewässer, anderer Tag. Ich musste leider einen kurzen Break machen. Mir ist was dazwischen gekommen, aber es geht direkt an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Für mich ein paar Tage, für euch bloß ein paar Sekunden. Also hier, wie gerade schon erklärt, die 3 Gramm Pose. Da habe ich jetzt wirklich einen kleinen 12er Haken, was glaube ich, mit 3 Maden dran. Und ich sagte ja am Anfang, ich nehme die Ruten auch zum Köderfischstippen, so dass man nachher wirklich richtig leicht unterwegs ist und da nicht noch eine Stippe oder noch eine extra Rute mitnehmen muss, sondern hier werdet ihr gleich sehen, zack, ich werde hier gleich so neben den Seerosen fischen. Da treibt sich meistens der Kleinfisch rum. Stelle ich mir die Rute ganz einfach ab. Ich nehme auch gar kein Fiederfutter und nichts mit. Im Winter nehme ich natürlich schön eingefrorene, aber ich halte im oder beziehungsweise spreche immer vom Sommer. Ja, wir haben noch mal sommerliche Temperaturen. Jetzt hier im September, aber oh, da geht's schon los, Leute. Ich wollte gerade noch eine Handvoll Maden hinwerfen. Hinkurz. leider verloren. Was wollte ich sagen? Ja, eigentlich haben wir ja fast gar keinen Sommer mehr, sondern ja, sollten uns eigentlich schon im Spätsommer oder Herbst befinden. Also ich glaube, ich brauche gar nichts hinwerfen, weil es geht direkt wieder los mit Beißen. Herbst befinden, also die Temperaturen jetzt sind fast besser wie die, die wir eigentlich im Sommer haben sollten. Na komm. Ah. So, alle guten Dinge sind 3. Wie ich euch schon sagte, ja, manchmal ist es Köderfischstippen am schwersten. Aber eigentlich wollte ich sagen, jetzt zu diesen, an diesen warmen Tagen nehme ich natürlich frischen Fisch, im Winter dann natürlich eingefrorene. Aber jetzt finde ich, sind hier noch ein bisschen eingeschossen auf diese, auf den frischen Fisch, auf den frischen Fisch. So, na bitte. Oh, der ist noch ein bisschen mickrig, aber den werden wir nachher vielleicht mit der Pose mal für den Barsch anbieten. Und ja, es wäre auch eine optimale Zandergröße. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt ein paar Köderfischchen stippen und nebenbei meine andere Rute aufbauen. Und das zeige ich euch jetzt. Also Leute, Köfi-Stippen läuft, Rute rein, Fisch dran, ja, so soll es sein. Allerdings, ja, ich hätte sie gerne ein bisschen größer, so handgroß. Die sind nicht ganz handgroß, aber ja, ich werde es mal ein bisschen probieren. Ansonsten nehme ich die Größe, aber ich hätte sie schon lieber ein bisschen größer. Aber eigentlich soll man ja auch mit dem fischen, was man fängt, und das ist die Größe. Ja, wir werden mal gucken. Ich werde in einer Rute vielleicht den kleinen von vor uns anbieten und in der anderen Rute den. Gucken wir mal. So, jetzt bauen wir auch mal die andere Rute auf. Denn wir wollen nicht Friedfisch angeln, wir wollen richtige Räuber rausholen hier. So Leute, Rute Nummer 2 ist auch bespult. Habe ich schon beim letzten Mal gemacht. Seht ihr jetzt mal, also wie gesagt, habe ich direkt am Wasser gemacht. Die Rolle mit der Sehne einfach ins Wasser geworfen. Schön die Schnur an der Rolle befestigt und dann die Rute auf den Rutenständer abgelegt und dann ganz einfach schön eingekurbelt, schön die Rollen befüllt, dann schön Schnurverbindungsknoten gemacht, das Ganze zusammengedüdelt und dann die zweite Rolle drauf gemacht, so dass wir jetzt hier eine richtig schön befüllte Rolle haben. Also genau 300 Meter drauf, tipptopp.
Montage eigentlich ganz simpel. Wir beginnen hier mit so einem Fadenstopper. Man könnte auch, gibt auch diese Gummistopper, die nehme ich allerdings nicht gerne, weil ja, ihr seht schon, ich habe hier Geflechtschnur, schöne achtfach geflochtene, ist zwar richtig fein, richtig geil, aber wenn man hier den Gummi ein paar Mal hoch und runter bewegt und den, also den Gummistopper ein paar Mal hoch und runter bewegt, schneidet der irgendwann durch. Darum diese Fadenstopper, dann hier eine ganz normale kleine Perle, da müsst ihr mal aufpassen, mal probieren, also dass die Perle wirklich nicht über diesen Fadenstopper springt. Da gibt es auch verschiedene Größen von den Fadenstoppern, ich glaube S, M und L. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken, dass das ein bisschen zu eurer Schnur und zu eurer Perle oder beziehungsweise oftmals ist die Perle mit dabei, zu eurer Perle passt. Ja, dann haben wir hier so eine richtig schöne, ihr seht, die ist schon nass, ich habe schon mal geguckt, wie sie steht, so eine richtig schöne 25 Gramm Pose. Und dann habe ich ja vor uns gezeigt, dieses Blei dazu. In dem Fall habe ich das 20 Gramm drauf gemacht, denn ihr seht, ihr habt gesehen, es sind relativ kleine Köderfische. Darum, ja, umso größer die Köderfische wären, umso weniger Blei, ganz klar. Der Fisch wiegt ein bisschen was und so, dass das immer schön austariert ist. Und ja, super Blei. Hier seht ihr auch mal, wie ich es vor uns gezeigt habe, hier die Murmel, die versinkt hier richtig schön drin, also super gelöst. Unten auch die Murmel dazu, also die Pleier sind mit diesen Gummimurmeln so im Päckchen gewesen. Dann hier den Wirbel, den ich euch gezeigt habe. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, die Hauptschnur fische ich hier eine 0,30er war es, glaube ich. Oder 0,33er, 0,35er, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist schon ein paar Tage her. 0,35er, aber mit einer Tragkraft von 22, irgendwas Kilo. Und der Wirbel hält nur 18 Kilo. Ja, warum mache ich das? Und dieses 7x7 Vorfach und das andere Zeug auch alles um die 18 Kilo. Ja, warum macht man das? Weil das Vorfach immer die schwächste Stelle sein muss. Denn wenn euch mal irgendwas bricht oder so, ja, vorne dieses Vorfach oder der Haken, wenn da bloß ein Stückchen Schnur dran hängt, ja, rostet vielleicht irgendwann raus, fällt ab. Wenn der Fisch aber Pose und die ganze Montage, Blei, was weiß ich, 20 Meter Schnur hinter sich her schleppt, dann bleibt er vielleicht irgendwann mit der Pose oder mit der Schnur an einem Geäst hängen und verendet elendig. Deswegen immer merken sollte eigentlich auch jeder beim Angelschein gelernt haben, Vorfach immer das schwächste Glied, so dass wenn es zum Schnurbruch kommt, was immer mal passieren kann, also davon ist vor ist keiner gefeit, obwohl ich sagen muss, in den letzten Jahren ist echt wenig geworden, dadurch ganz einfach, dass das Material also einen richtigen Sprung gemacht hat. Wenn man sieht, was man so in den 90er Jahren hatte, ne? Da war so ein, ja, 8 Kilo Vorfach, sage ich mal, noch so stark wie ein Finger und so eine Monoschnur auch, also 55 oder was man da benutzt hat. Heute hier so eine 0,33 mit über 20 Kilo Tragkraft, das ist schon irre. Und wenn da 20 Kilo draufsteht, da könnt ihr da locker in 30 Kilo Fisch mit rausdrillen, also überhaupt kein Problem. Von daher alles super haltbar. Ja, wie gesagt, die Ruten kann man hier so einschieben, zack. Wenn man jetzt irgendwo, ich habe jetzt hier keine Äste über mir, irgendwo ist, wo Äste sind, könnte man wirklich einziehen und dann immer noch schön sauber aus dem Handgelenk werfen, ohne dass das da oben hängen bleibt. Und könntet ihr dann, wenn man Lust hat, auch noch hochmachen, falls man am Fließgewässer ist, schön hochstellen. Also die Länge ein bisschen variabel und transportmäßig natürlich echt super. Schiebt man zusammen, hängt den ganzen Rödel ein und kann loslaufen. Ja, wie gesagt, Montage eigentlich völlig simpel. Müsst bloß, wie gesagt, ein bisschen variieren von der Größe mit dem Köderfisch. Da müsst ihr dann immer mit dem Blei. Deswegen besorgt euch da verschiedene Bleisorten. Immer schön passend zu eurer Pose. Ich habe in dem Fall mal richtig angegriffen, denn der Herbst steht vor der Tür. Ich will auf große Hechte. Darum hier eine ordentliche 25 Gramm Pose. Der Film läuft ja nicht nur heute oder beziehungsweise wird ja nicht nur heute gedreht. Dahinter. Wir wollen da einen richtig schönen Langfilm machen. Ich hatte auch gesagt, nochmal am stehenden Gewässer, nochmal ein bisschen am Fluss. Und darum die große Pose schon mal. Denn die Temperaturen sollen ab nächster Woche nach unten fallen und dann werden die Hechte richtig gierig. Ich hoffe auf meine Köder. So, jetzt bauen wir hier mal ein Fischchen dran, dann geht die ganze Sache raus. So Leute, kommen wir jetzt zum Köderfischchen. Ordentlich abgeschlagen, ordentlich abgekehlt, riecht bis hinten durch, der ist tot. Und ja, ich habe mir mal das Größte rausgesucht.
ist nicht ganz handgroß. Wie zeigt man es denn nun? Ist nicht ganz handgroß, aber naja, 4-5 cm fehlen noch. Aber sollte erstmal reichen. Angepasste Ködergröße, sage ich mal. Aber wir kommen in dem Film, müssen wir mal gucken. Ich habe hier noch meine Stippepose liegen. Wir kommen in dem Film noch zum Großköderangeln, das auf jeden Fall. Und ihr seht, das ist vielleicht mal ein gutes Beispiel, selbst diese Kleinfische. Und ich habe selbst noch kleinere Fische gefangen. Ist mit so einer Rute und einer 3 Gramm Pose, wenn die halbwegs ausgebleit ist. Null Problemo, sage ich mal. Und ja, jetzt, wie gesagt, abgekehlt, nehmen wir uns die Köderfischnadel, hinten den Haken öffnen. Dann gehen wir hier schön in die Poperze rein. Zack, ja, da war sie fast. Und greifen uns die Schwimmblase. Holen die uns hier raus. Zack, weg, da raubt schon. Mit Sicherheit Barsche. Also Schwimmblase raus oder kaputt machen. Dann mache ich hier vorne immer noch so ein Loch rein, hebel das ein bisschen auf und drücke da die restliche Luft raus. Denn wenn wir an der Pose angeln, wollen wir natürlich, dass der Fisch untergeht. Jetzt kommen wir schon zum Anködern. Ich habe hier so ein Doppeldrilling-System selber gepresst, auch mit dem 7x7. Das zeige ich im Film aber noch mal genau. Jetzt muss aber erstmal ein Fischchen raus, dass wir hier vielleicht einen ersten Räuber zu Gesicht bekommen. Ja, mit dem großen Haken gehe ich hinten. Zack. Und jetzt zappel noch ein bisschen. Aber ihr habt gesehen, der ist tot. Innerein alles raus. Das sind dann die Nervenstränge, bevor er dann noch schreibt, ich angel mit lebenden Köderfisch. Nee, ist halt manchmal so frischer Fisch und so. Ja, jetzt seht ihr schon, die Stahlvorfachgröße ist angepasst. Nicht ganz bis zum Kopf, sondern bis zur Kehle. Denn ich möchte nicht den Haken hier vorne am Kopf ansetzen. Ja, wenn ich den hier vorne ansetzen würde und ich fange einen untermaßigen Fisch, dann hat er den Drilling sofort. Und ihr seht, diese kleinen, zeige ich euch auch alles noch, auch alles von Kamakatsu. Diese kleinen Drillinge sind extrem scharf. Die bleiben so dermaßen im Schlund hängen, dass ihr auch einen untermaßigen Fisch entnehmen müsst. Und das ist ja nicht weitgerecht. Darum hier direkt hinter die Flosse. Da ist es auch ein bisschen hart. Da fällt nicht ab. Hängt auch ganz locker der Haken, sodass der schön im Maul greift. Ihr seht, Fisch hängt auch gerade, also da müsst ihr gucken, dass euer Stahlvorfach nicht zu kurz ist. Wenn er den nämlich auf Spannung hängt, dann verbiegt sich das Fischchen so und sieht nicht mehr natürlich aus. Ja, zack, jetzt unsere simple Montage hier. Ich habe die Höhe schon mal halbwegs eingestellt, so circa auf, naja, wie wird es denn sein, mit Stahlvorfach 2 Meter. Denn ich will ein bisschen im Mittelwasser durchtreiben lassen. Ich war hier schon ein paar Mal an der Stelle. Ich kenne ungefähr die Tiefen. Wenn nicht, müsst ihr loten. Das zeige ich euch auch noch im Laufe des Filmes. Denn der Film geht noch eine ganze Weile, auch noch an verschiedenen Gewässern. So, so sieht das Ganze aus. Fischchen, Stahlvorfach, Blei, Schwimmer und der Stopper da oben. Ja, ich habe da drüben so eine schöne Stelle ausgeguckt, zwischen den Seerosen. Und jetzt werdet ihr gleich mal sehen. Völlig problemlos werde ich mit der Rute da bis rüber werfen. Und dann werde ich die hier schön so, da hängen so Bäume runter und so schön lang treiben lassen. Ich habe gar nicht gesehen, wo ich hingehauen habe. Da schön dazwischen, wo ich wollte. Genau die Sonne über mir. Vollen Augen. So. Werde das hier kleiner ein bisschen hoch machen. So, so sieht es gut aus. Freilauf auf, so ganz fein der Freilauf, komm mal her, ihr müsst ihr unbedingt sehen, also richtig geil, also da müsst ihr beim Raubfischangeln auch wirklich aufpassen, dass ihr da schöne freie Feine habt, obwohl es beim Hechtangeln gar nicht so fein sein muss, aber hier guckt mal, und wichtig ist auch, gute Rollen, wenn ihr zieht, müsst ihr mal probieren, im Angelladen, dann dürft ihr auch nicht überschlagen, weil kann ja auch mal sein, ihr kriegt einen richtigen Vollrand bei so einer offenen Bremse, und die Rolle bleibt nicht stehen, dann überschlägt die sich und ihr habt hier einen Knäuel drauf. Im E-Fall zieht der Fisch nochmal los und reißt durch die komplette Rute ins Wasser. Ja, so viel dazu. Jetzt werde ich mir noch 2-3 Köderfische stippen. Vielleicht schaffe ich es auch noch ein paar größere zu fangen. Und dann machen wir an die andere Rute ein Köderfischchen. Und zwar mit derselben Montage. Bisschen kleiner, schön auf Barsch. So Leute, ich habe mir jetzt einen kleinen Drilling genommen,
das kleinste Fischchen, was ich hatte, auch Schwimmblase raus, sauber abgekehlt. Und ja, bei dem Wetter hier, ihr seht, es ist jetzt keine Wolke mehr da. Vor uns, als ich gekommen bin, war es noch relativ wolkig. Habe eigentlich gehofft, dass es so bleibt. Also die Sonne, ja, die pumpt jetzt am Ende des Sommers, Anfang des Frühlings noch mal richtig raus, was er hat. Ihr seht vielleicht meine Stirn, die ist auch richtig schön mit Schweiß voll. Für die Seele optimales Wetter fürs Raubfischangeln. Ja, sehe ich die Sache ein bisschen skeptisch, obwohl hier am Kanal, ja, hier ist Strömung, hier ist Bewegung, hier sind meine Pose treibt jetzt hinten so schön durch so einen schattigen Bereich. Da geht immer mal ein guter Hecht oder bei so einem Wetter hier am Kanal schöne Barsche. Ja, Köderfischstippen lief super. Das war so der kleinste, habe noch so eine Größe. Ja, bis leider jemand meinte, hier seinen Hund baden lassen zu müssen. Ja, so ist es halt. Da kann man nichts machen. Und ja, seitdem waren die Köderfische auch weg. Ich hoffe nur, es hat keine Auswirkung aufs Raubfischangeln, weil die haben auch vor uns die Barsche geraubt. Das ist jetzt auch weg. Ja, wenn nicht, wie gesagt, leichtes Gepäck, kann ich schnell die Stelle wechseln. Dafür ist es ja auch gedacht. So ein leichtes Zeug, leichte Ruten, schnell zusammenschiebbar und weiter geht die Reise. Aber jetzt will ich die Stelle erstmal abangeln. Vielleicht, ja, hat es den Fischen oder hat es die Fische nicht ganz so geschockt, weil ich nehme an, hier geht öfters jemand baden und machen, da sind die es eigentlich gewohnt. Ja, wie gesagt, das kleine Fischchen, hier so ein Drilling mit so einer Geflechtschnur, allerdings mit Stahlmantel drin, weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Optimale Lösung fürs Barschangeln am Tag, fürs Zanderangeln, ja, ist es mir ein bisschen, ihr seht, relativ steif, ein bisschen zu steif, da nehme ich lieber das Fluro Carbon. Man könnte jetzt auch sagen, okay, Hecht, ich nehme dieses 55er Fluro jetzt hier, aber das ist mir für einen Barsch ein bisschen zu steif und oder beziehungsweise zu dick. Da ist das, naja, so eine Semi-Lösung, aber es geht auf jeden Fall. Den Drilling führe ich jetzt ganz einfach hier oben rein, zack, durch. Und dann habe ich hier so einen kleinen Gummi, damit er das Fischchen nicht verliert. Da müsst ihr darauf achten, nicht irgendwelche Gummis nehmen, sondern es gibt Kautschuk-Gummis, die im E-Fall, wenn er die verliert, einfach im Wasser verrotten. Ziehe ich mir hier ganz einfach auf den kleinen und großen Haken. So hält das richtig schön fest und ihr könnt auch mal richtig schöne Gewaltwürfe machen. Dann bleibt das Ding dran und liegt nicht irgendwo da drüben in eurer Pose hier. Das Ganze werde ich mir jetzt erstmal hier hinter die Seerosen, also hier vorne sind so Seerosen, schlunzen. Die Montage bleibt die gleiche. Meine 3 Gramm Pose, ein Stopper und hier hänge ich mir jetzt das Ganze ein, ohne irgendwelches Blei, ohne irgendwas. Das Fischchen müsste so viel Abtrieb im Wasser haben, dass es meine Pose zum Stehen bringt. Und wie gesagt, lasse ich gleich auf der Höhe, auf der ich auch die Köderfischchen gefangen habe. Denn da sollte sich der Barsch rumtreiben. Wenn nicht, ich würde sogar vielleicht noch ein bisschen höher nehmen. Schauen wir mal, denn die halten sich, oder ich habe es vorhin hier schön an der Oberfläche auseinanderspritzen sehen. Zack, schön Unterhandwurf. Jo, Pose steht einmal frei. Ablegen und jetzt wäre ich hier so eine Dreiviertel bis Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger, denn naja, ich habe von hier aus wirklich richtig geil werfen und die Pose richtig geil treiben lassen. Dim, müssen wir mal hier rüber. Ups. Also da hinten die Ecke kann ich super anwerfen. Das habe ich jetzt auch mal gemacht, da hinten hin, so lang treiben lassen. Schön auf der Seite mal werfen, dort lang treiben lassen. Also es sind richtig schöne, geile Stellen. Schade, dass man von drüben nicht rankommt. Da geht es leider zu steil runter. Also muss man schon von hier die Dinger anwerfen. Und wenn nicht, vielleicht nachher mal hier hinterwerfen und hier lang treiben lassen. Also darum an so eine Spots. Ich sage immer eigentlich, ein Spot so 20, 30 Minuten. Sagen andere Angler, Matze Koch zum Beispiel, da ist das so ein richtiger Verfechter von diesen Wandern und Boxspringen. Also Boxspringen ist ja quasi, wenn ich hier lange Angelstellen habe oder lange Kanäle, wo es vielleicht nicht so verkrautet ist wie hier, dann wirklich eine Rute werfen, gerade 20 Minuten warten oder beziehungsweise beide Ruten, dann die eine nehmen und hier auf die Seite 20 Minuten warten, die wieder drüber, so dass man wirklich, wirklich richtig Strecke macht. Und das habe ich auch eigentlich vor, hier an dem Kanal, jetzt ja, an dem Stückchen vom Kanal nicht möglich, weil ja, ab und zu mal eine Angelstelle, ansonsten kommt man nicht ran. Darum machen wir hier mal wirklich ein paar Ecken abwerfen und gucken mal, was passiert. Ansonsten, ja, wir kommen auf jeden Fall noch an so eine Gewässer, wo wir richtig wandern können. Und an Fluss wollen wir auch noch, da wollen wir vielleicht mal ein bisschen auf Zander angeln. Aber jetzt machen wir hier erstmal schön am Kanal los und hoffen, dass wir gleich einen richtig guten Hecht sehen.
Ja Leute, die Angelstelle habe ich abgeangelt. Ihr seht, mehr habe ich nicht mit. In der Hand Rutenständer, Kescher und in der Hand wirklich diese mega kompakten Ruten, die ich jetzt auch eingeschoben habe. Ja, einwandfrei, Rucksack, alles drin, was man braucht. Somit bin ich mega flexibel. Hier muss ich jetzt ein Stückchen laufen. Ihr seht, hier ist so wie so ein Weg. Hier sind nicht allzu viele Angelmöglichkeiten. Ich werde jetzt ein paar Meter laufen, dann das gleiche machen wie hier, ein bisschen die Angelstellen abgrasen. Und ja, entweder sehen wir uns gleich mit Fisch oder am nächsten Gewässer. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, vielleicht seht ihr, es ist richtig drückend heiß heute. Also nicht so wirklich das Raubfischwetter, aber wie gesagt, die Temperaturen gehen nach unten. Der Herbst steht vor der Tür und damit werden die Raubfische grillig. So, ich mache mich mal weiter und hoffe, dass wir uns gleich mit Fisch sehen. Also, bis gleich. So Leute, vielleicht habt ihr es schon erkannt, ja, ich habe die dicke Jacke an, Pullover drunter. Es ist hier nicht mehr so ein schönes T-Shirt-Wetter und schöne warme, mollige Temperaturen, sondern wir sind im Herbst angekommen. Es ist jetzt ein paar Wochen später und nein, ich habe den Film nicht ad acta gelegt, zwischenzeitlich, sondern ich war wirklich auf Raubfischangeln, also mit Köderfisch und so, aber wochenlang abgeschneidert. Ich sag's euch Leute, abgeschneidert. Ich war mit den Ruten auch andere Fischarten fangen, also die Ruten sind entschneidert, die habe ich auch gleich mal für den Aaleinsatz und so genommen, erfolgreich, aber Raubfisch, auch am Fluss war ich, da habe ich schöne Grundmontagen mit schönen Fischchen angeboten, selbst Holle war mit, auch der, nichts gefangen, ja, steckst du nicht drin, deswegen heute erneuter Versuch am schönen großen Stausee, Temperaturen sind jetzt nach unten gegangen, vielleicht kommen die Raubfische jetzt in Fresslaune und ja, vielleicht habt ihr so gesehen, ich habe es jetzt wirklich auch erstmal an der Einrute mit dem Wurm versucht. Mal gucken, vielleicht geht auf dem Wurm wenigstens ein Barsch. Ich bin wirklich am Verzweifeln, also mir fällt ein richtiger Stein vom Herzen, wenn heute ein Hecht, Zander oder ein Barsch beißt. Irgendwas, und wenn es nur ein Schniebel ist. Ich bin fast am Verzweifeln, also keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch so in den letzten Wochen erging, ob ihr irgendwas Raubfischmäßiges gefangen habt auf Köderfisch oder aber auch schon wochenlang abschneidert. Ja, ich gebe mein Bestes heute und dann schauen wir mal, dass wir heute hier irgendeinen Raubfisch zu Gesicht bekommen. Drückt mir die Daumen, ich brauche Glück und ja, gucken wir mal, was so geht. Aber Leute, gibt doch noch Hechte.
eingenetzt. Petri, Freunde. Jawohl, jetzt abends in der Dämmerung hat es geklappt. Aber es ist abends. So, geil. So Leute, da hat es doch noch geklappt. Da haben wir ja einen ersten Hecht von 85 cm in der Dämmerung abends schön gebissen. Scheinbar wird es jetzt Herbst, scheinbar wird es kalt. Und da kriegen auch die Hechte endlich Lust. Petri. So, mein Köderfischchen konnte ich retten. Also ist das gleiche nochmal. Nehme ich gleich nochmal. Weil da, wo es schon einmal drauf gebissen hat, ist meiner Meinung nach immer ein Top-Köder. Da haben die Hechte Bock drauf. Und da beißt manchmal direkt nochmal drauf. So, geht das Ganze wieder raus. Gerade raus. Ich habe das Köderfischchen jetzt so ausgelotet gehabt, dass es knapp überm Grund ist. Sprich, macht eine leichte Drift überm Grund und ja, hat schön Strecke gemacht und ja, hat funktioniert. Macht mich richtig happy. Nach so einer langen Raubfisch-Durststrecke dann doch noch mal ein Hecht zu fangen, ist natürlich immer mega geil. Also jetzt bin ich richtig happy. Ich dachte schon, okay, die Sonne ist am Untergehen. Heute gehst du wieder leer aus, aber nee, da kam der erste Hecht. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, Sonne ist fast weg. So wie es dunkel ist, werde ich dann auch noch mal auf Grund ein Köderfischen anbieten. Vielleicht schaffen wir es auch noch, in Zander zu fangen. Barsch, ja, auf Wurm, leider nichts passiert. Auch kein Weißfisch und nichts am Wurm. Also Wurm lag die ganze Zeit top, aber werde die Rute gleich umbauen. Spirulino dran und dann schön auf Grund mache ich dich raus. Vielleicht kommt ja in der Dunkelheit noch ein Zander. Das wäre natürlich die Krönung. Ansonsten bin ich mega happy, endlich mal wieder ein Hecht gefangen zu haben. So Leute, ne, ist leider kein Biss. Ich werde einpacken, zeige ich hier nochmal die Zandermontage, also hier meine allseits beliebte Spiro-Montage und hier Fluorogarbon und oben in den Kopf oder beziehungsweise in dem Kopf ein Zwillingshaken. Ja, Zander hat leider nicht funktioniert, dafür heute aber endlich mal wieder ein Hecht. Ja, Hechtsaison geht jetzt erst los, die Temperaturen fallen jetzt richtig in den Keller. Wir haben nachts schon so um die 1 bis 2 Grad, also jetzt sollten die Hechte in Fahrt kommen. Und ja, wie gesagt, ich wollte zwar alles dreist fangen, aber ich habe mich echt wochenlang bemüht und es kam wirklich nichts. Ich bin heute richtig, richtig happy, einen schönen Hecht gefangen zu haben und dann noch einen schönen von 85, der ja schon ordentlich ist. Ja, was soll ich sagen, hat mega Laune gemacht. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Zandermontagen und Stahlverfahrpressen, darauf sind wir jetzt in dem Film nicht eingegangen. Aber wie gesagt, Raubfischsaison geht ja im Herbst erst richtig los und bleibt auf jeden Fall bei Das ist Angeln dran. Denn das werden wir in dieser Saison oder jetzt im Winter richtig mal durchkauen. Werde ich euch noch den ein oder anderen Trick verraten, wie man so, gerade wenn es dann richtig knackig kalt ist, angelt. Dazu gehört dann auch sowas wie, jetzt habe ich noch Geflechtschnur drauf, dann auf Monoschnur zu tauschen, da nehme ich euch dann auf jeden Fall mit. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Nicht vergessen, die noch kein Abo haben, gerne ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Das ist Angeln. Haut rein! Leute, vor lauter Abschneidern habe ich glatt das Gewinnspiel vergessen. Ja, so sind meine Gedanken manchmal. Wie ein Furz, raus und weg. Ja, ich will den Pullover natürlich verlosen. Darum machen wir es jetzt ganz kurz und schmerzlos. Jeder, der irgendwas in die Kommentare geschrieben hat oder noch reinschreibt, der nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Das werde ich dann unter allen Kommentaren verlosen, den Pullover. Und ja, den Gewinner werde ich benachrichtigen. Also viel Glück.